Ihr zurück bei mir auf dem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute will ich mit euch das Fliegen angehen. Also wir werden es erstmal über ein Jetpack machen. Und das gehen wir auch gleich an. Ich habe schon ein paar Materialien zusammengesucht. Haben mir das schon mal ein bisschen angeguckt. Also ganz so wirr ist es gar nicht. Bis auf das haben wir noch einen angeguckt. Resonant-Lizern. Okay, Lead Gear. Okay. Und den Lead Gear kann man, glaube ich, gleich ein paar mehr machen. Ich hätte vielleicht gucken sollen, wie viel. Ich brauche einfach mal so 20 Stück. 16, 17, 18, 19, 20. So. Das Ding habe ich mir gar nicht angeguckt. So, davon brauchen wir 2 Stück. 1, 2. Mal gucken, wie weit wir überhaupt kommen. Davon brauchen wir auch 2 Stück. Und den machen wir noch mit rein hier. Den packen wir auch mal mit rein hier. So, aber die hole ich wieder raus, weil ich weiß nicht genau, wie viel wir brauchen. Und eigentlich wollte ich nicht mein Inventar, also mein Inventar sage ich schon, mein ME voll jüllen. Brauchen wir 2. Welche sind das? Die 1000, das sind die normalen. Oh, kein Glas. Wir haben kein Glas. Gibt es ja wohl nicht. Wir haben auch Glas. Das kann eigentlich im ME bleiben. Ja, das kann im ME bleiben. So, dann sollten wir eigentlich alles haben. Hier nochmal eins drauf, da nochmal eins drauf. Davon nochmal eins. Und das noch. Nochmal eins, zwei. Genau. So. Weiter geht's. Machen wir das hier. Na? Das einmal. Danke. Und das brauchen wir einmal. Jetzt ist jetzt gar nicht so viel. Nichts gebraucht. Naja, okay. Was wollen wir machen? So, damit haben wir das erste Jetpack. Ich weiß gar nicht, ob es dafür ein Award gibt. Ich glaube, aber doch gibt's. Da muss ich gerade mal gucken, wo das ist. Weil da habe ich nämlich schon mal geguckt. Und hatte es aber nicht gefunden. Bei ETA. Ah, hier. Das habe ich übersehen gehabt. So. Wir gucken natürlich nochmal das Inva-Jetpack. Auch noch hinkriegen, also es hardend. Magnetic Dynamo. Na. Invertier. Jetzt brauche ich aber noch 2. Weil ich weiß nämlich nicht, wie viel Inver wir haben. So, hier waren auch nochmal 2. So, dann sollten wir ja eigentlich alles haben, oder? Ja, haben wir. Das rein, 2 Stück, haben wir. Sehr schön. Aber wir brauchen bestimmt dann schon die besseren Kabel, ne? Hardened. Okay, fehlt uns 1. Nehmen wir das hier oben, machen wir uns einmal Nuggets und brauchen uns halt davon 2 Stück. Wir brauchen nicht 2, wir brauchen 4. Und 4 kriegen wir gar nicht. Okay, also brauchen wir nochmal die anderen Kabel. Können wir die auch einzeln bauen? Können wir nicht. Können wir nur im 6er. Natürlich nicht ganz so gut. Aber okay, was auch immer. Dann baue ich die hier weiter. Aber 5 Stück. Machen wir gleich. 6 davon. Und wir bauen die aber trotzdem noch hoch. Da weiß ich jetzt gerade das Rezept nicht aus dem Kopf. Damit wir die auch alle haben. So.
Eins, zwei, drei. So, damit haben wir die auch weg. Sehr schön. Dann können wir uns ja rein theoretisch. Nein, davon brauchen wir noch zwei. Halt. Davon. Eins, zwei. Und dann haben wir das Hardened. Ich habe eigentlich schon was fertig. So, du kommst da hin. Du kommst da hin. Eins, zwei, drei. Achso, ich will ja auch äußern, ne? Sonst geht's ja nicht. Jetzt brauchen wir das nochmal. Okay, da brauchen wir das nochmal. Das haben wir. Das sollten wir jetzt auch haben. Haben wir. Dann sollten wir eigentlich alles schon haben. Jetpack noch in die Mitte. Dann haben wir das Hardened. Sehr schön. So, das Reinforced. Elektrum müsste ich haben. Redstone. Okay, das müssen wir schon befüllen. Okay, das sieht schon wieder etwas härter aus dann. Da müssen wir erst Maschinen wieder bauen. Da habe ich aber eigentlich gar keine Lust, Maschinen zu bauen. Ich habe nämlich eben schon den Charger hier gebaut. Den billigen. Wollen wir mal gucken. Hey, der rennt hier richtig. Alter, das dauert. Kann ich die Dinger wieder runterkräften? Nein, aber ich kann sie einschmelzen und krieg das Lied wieder raus. Das werde ich auch machen, weil ich möchte, wie gesagt, nicht mein Inventar, also mein Inventar soll schon mein Ding so vollmüllen. Ja, funktioniert. Haben wir hier eigentlich noch was drin? Aber hier haben wir Graphit noch drin und ein Steel-Ingot. Graphite. Ach, machen wir das mal kurz an hier. Lassen wir die mal durchjuckeln. Lassen wir das wieder rauskriegen. Ja, ein paar Fluid Cores habe ich auch wieder, aber leider immer noch nicht das, was ich brauche. Das ärgert mich ein bisschen. Alter, braucht das Ding lange. Das ist doch nicht normal. Das braucht ja richtig lange. Also ich muss unbedingt gucken, dass ich die besseren von Ender.io, die besseren Maschinen bauen kann. Das können wir uns ja mal angucken. Weil das dauert mir ja viel zu lange. Ender.io. Ender. So. Ich sag mal, nicht Alloys mehr, der Water Charger. Der Stirling Generator. Da haben wir den hier. Industrial Machinic. Na? Genau, da brauchen wir das Die Blend. Kaktus Grün haben wir. Quarz kriegen wir auch hin. Genau, hier war das Problem mit den Organic Black. Ja, aber wir können ja jetzt Coal Powder. Genau, normale Kohle. Crushed Coal und Slime. Dann würde ich sagen, wir quaschen uns mal ein klein wenig Kohle. 32 ist vielleicht ein bisschen viel. 16 sollten reichen. Und es leckt heute wieder. Das ist wieder, ja, nicht schön. Quaschen die mal schnell durch hier. Oh, das Pulverweiß Kohl. Geht das auch? Ich hoffe es. Ich hoffe es. Charcoal? Pulverweißkohl geht auch gut. Dann nehmen wir nämlich Eier dazu. Und das ist eine Bombe. So, wir brauchen nur 15.
fünf Eier dazu. Die Eier müssen ja eigentlich auch hier drin angezeigt werden. Eier, lassen wir. 2, 3, 4, 5. Gut, die andere Kohle kann wieder rein und dann machen wir uns das Black. Das und das. Und es funktioniert. Oh, sehr schön. Bin ich ja zufrieden. Weil dann upgraden wir die Maschinen ja nämlich gleich mal. Auf die nächstgrößere Stufe. Was kostet denn dann das Größere? Vibrant und. Nee, halt, das hier brauche ich mal. Endstil. Okay, soweit sind wir auf keinen Fall. Aber wir sollten uns dann auf alle Fälle die hier bauen können. Was ist das denn? Gebaut für irgendwas? Okay, dann müssen wir uns dann einmal bauen. Das wäre aber nicht das Problem. Und hier brauchen wir Electric Steel, müsste ich glaube ich noch haben. Wenn nicht, machen wir uns noch welche. Hier habe ich gleich ein Furnace gemacht. Genau, Silikon. Geht Kohle. Okay, geht nicht. Okay, das kriegen wir aber trotzdem hin. So, wie weit bist du? Hast du fünf Stück gemacht, das ist gut. Need Squid, okay. Gut, das Blend. Jetzt muss ich nochmal gucken. Muss ich hier drauf gehen? Da drauf. Und das wird Die Blend. Simple Machine Casing, genau. Und das wird Die Blend. Okay, mir fehlt eigentlich nur das Grün. Nimm der Lapis. Lapis nimmt er auch nicht. Also muss ich auch quatschen. 5 mal 4 sind 20. Ne, ich brauche nicht 20. Ich brauche 10. Weil ich brauche nur 2 in der Ecke. Also 2 davon, 10 davon. Und jetzt brauchen wir noch Kaktus 10. So, dann jagen wir die mal schnell die einen durch den Ofen. Oh, das ist aber heute schlimm mit den. Okay, kommt eins raus. Und hier jagen wir die mal schnell durch. Das haben wir raus. Ah, das dauert wieder am längsten da hier. Aber okay, das geht ja eigentlich noch von der Geschwindigkeit. Ich habe vor, unten wie so eine Art Industriegebäude hinzubauen. Aus Blastbricks. Das werde ich als nächstes angehen. Vom Design her mit Blastbricks und den Scaffolding von Emergency. Also eigentlich beides von Emergency. Mal gucken, wie das dann aussieht, ob ich das halbwegs gut hinkriege. Ja, warum gehst du jetzt nicht? War das so, oder wenn das will blend. Warum nimmt er meinen Kaktus nicht? Er hat doch gesagt, Kaktus Queen. Organic. Nee, organisch grün. Okay. Oh, da habe ich natürlich nicht aufgepasst. Kaktus grün und Slime Balls. Okay, mein Kaktus grün. Grün. Ja, 10 Stück. Slimeballs. Habe ich noch 10? Ich habe nur 6. Und hier habe ich noch. Okay. 1, 2. Dann machen wir das halt so. Mal gucken, ob das geht.
Das und das. Geht schon mal nicht. Und das geht auch nicht. Ach Mann. Jetzt wollen Sie mich aber ärgern. Ich tue jetzt erstmal das Blend hier raus. Ach, halt. Kohle muss ich noch mit dazu machen. Okay, auch nochmal. Ich habe gerade was gesehen, aber okay. Ich prüfe, es jetzt gleich mal die 32 Stück hier. Ich brauche nämlich, glaube ich, 20 von den Kaktusgrünen. Ich mache mir noch mal 10er. 10. Weil der halbiert das dann. Ach, die Öfen hier finde ich einfach nur klasse. Gefallen mir. Die gefallen mir. So, 8, 9. Die brauchen wir auch 20 von. Haben wir schon mal 10, die packen wir schon mal rein. So, das, das und das. Jetzt macht er was genau. So viel brauchen wir auch für irgendwas gefallen. Ich habe mir schon ein paar Rezepte rausgeholt, was wir den nächsten angehen. Also ich werde dann die Automatisierung vom ME-System schon angehen, aber wie gesagt, vorher möchte ich unten, ich brauche gar nicht so viel. Halt, stopp. Ach, der macht immer zu. Oh. Oh, der macht zu viel. Schade. Na gut, okay, haben wir jetzt zwei mehr. Ich denke mal, wir werden eh noch ein paar mehr Maschinen bauen. Von Ender.io. Also, okay, kann ich mitleben. So, jetzt haben wir aber das Blend hier. Da haben wir sogar mehr als genug. Ging ja, wir gingen ja immer zwei raus. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Okay, das rein, das rein, das kann rein. Das und das. Die harten Flux packen wir auch ein. Gut, dann brauchen wir jetzt zwei Simply, na, simple Machine Casings. Eins, krieg ich zwei hin, ich krieg zwei hin, sehr schön. Und die müssen wir jetzt in den Ofen packen. Im, wieder ein Alloy Smelter. Ach, hier packen sie einen Alloy-Smelter, komm. Dafür haben wir einen. Dann können wir den nämlich auch gleich abbauen. Zwei davon. Und zwei davon. Wie voll bist du? Hey, er hat schon über die Hälfte geschafft. Aber dich bauen wir schon mal ab. Genau. Und dich bauen wir auch gleich ab. Sofern du fertig bist. Muss auch nicht Wort geben, eigentlich, oder? Die liegen noch hier drin, die sind gar nicht rausgetroppt, okay. Dann holen wir sie so raus. Challenge complete. Was? Wow. Okay. Sehr schön, haben wir etwas abgeschlossen. So, wir machen jetzt einmal den Charger. Den hier will ich haben. Das ist er hier. Danke. Und dann wollen wir den Alloy Smelter upgraden. Achso, dann müssen wir den nochmal bauen. Also ein Simply nochmal. Den hier. Einmal Furnace haben wir, glaube ich, auch nicht. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Den erst. Na? Stone Gear. Stone Gear weiß ich gar nicht, ob wir da noch was haben. Das muss ich jetzt gucken. Mann, was ist denn los hier?
Ist doch irgendwie Hammer. Was hat mir jetzt noch gefehlt? Stone Wicks, okay. Haben wir nichts hier drin? Eins, zwei, drei, vier. Ja, vier, habe ich gesagt. Oh, es leckt aber jetzt auch ganz schön. Was soll denn das jetzt schon wieder? Ich weiß nicht, mal funktioniert es nicht. Ich habe echt keine Ahnung, an was es liegt. Ich weiß es einfach nicht. So, dann dürfen wir den jetzt gleich bauen können. Dark Bimetall hier. Infinity Bimetall, okay. Ach, zu schießen. Kann man das bauen? Kann man das bauen? Kann man nicht bauen, okay. Iron Nuggets. Okay, Iron Nuggets. Ich habe unten verkehrt bei den bei den Ingots verkehrte Kästen hingebaut. Das muss ich nochmal ändern. Dark Steel Nuggets. 1, 2. Dark Steel Nugget. Ja. Brauchen wir 8 Stück, also brauchen wir es zweimal. Manometer. Eine schwere Geburt. So, die Nuggets packen wir hier rein. 2. Die anderen 2 hole ich mir mal wieder raus. Na, komm her hier. Das ist jetzt gerade schlimm da hier mit den Lecks. Weiß nicht, was das gerade soll. So, damit haben wir den auch fertig. Sehr schön. Was habe ich denn hier gekriegt? Was ist denn das? Ein Essen. Hey, ich habe ein Essen gekriegt. Wie, und das ist keine Wort? Wo ist denn der überhaupt drin hier? Ich habe doch was abgeschlossen. Genau hier. Erlöst mir, da habe ich doch. Ich hab doch den Erlöst-Meter. Warum machst du mir den da nicht? Verstehe gerade nicht warum. So, das Ding erstmal mit Strom wieder. Aha. Jetzt müssen wir hier ernsthaft noch ein Ding reinpacken oder was? Kapazitor. Wo ist der Kapazitor? Was sind die hier so basic? Okay, was ist das? Cranny Kapazitor. Okay, das kriegt man hin. Energetische Leuchte haben wir auch. Also brauchen wir 4 davon, um dann. Na ja, gut, ja, mal gucken. Aber warum nimmt der jetzt mein Dings nicht, mein Alloy? Das verstehe ich gerade überhaupt nicht. Ich habe ihn doch gebaut. Ach, das ärgert mich schon wieder. Nur weil Strom drin ist, oder was? Kann natürlich echt sein, nur weil Strom drin ist, dass der deswegen nicht geht.
Okay, hier brauchen wir einen Aufführer. Gut, dann brauchen wir den mal noch. Mann, um ihn jetzt hör auf mit Lecken hier. Verstehe das gerade gar nicht. Ist nichts ausgelastet, gar nichts, aber er leckt hier wie die Sau. Okay, brauchen wir mal den Basic-Kapazitor. Quellenkapazitor. Okay, brauchen wir nochmal Ingots. Ach, Ingots sag ich schon. Nuggets. Ach, Goldnagel. Nee, doch. Eins, zwei, drei. Ach, hier brauchen wir ein paar mehr. So, fünf Stück. Gut, dann brauchen wir von Goldnuggets. Brauchen wir auch mal zwei. Wo sind? Da. Schmeiß die Dinger jetzt einfach ein hier. So, mal gucken, ob das mit dem Basic funktioniert. Und wenn nicht, packen wir. Ach, das geht. Den Basic schon mal. Geht auch nicht viel schneller, aber ich denke mal, das liegt jetzt an den Kapazitoren. Speed Engine, ja genau. Also ich werde dann die besseren noch angehen, aber ich würde sagen, wir holen unsere Awards ab. Ja. Es war nicht viel. Also keine Ahnung, warum der nicht. Meine Vermutung ist, der funktioniert nicht, weil da Strom drauf ist auf den Alloy Smelter. Das ist meine Vermutung. Ja, ansonsten haben wir leider nicht viel gemacht. Also nicht viel freigeschaltet. Drei Awards. Wir kommen mittlerweile auf, ja, die 700 haben wir fast erreicht. Waren, glaube ich, 795, wenn ich mich recht entsinne. Fusion Flight Totem. Nee, 68. 768. Ah, knapp 200 Stück noch. Dann haben wir's. Gut. Ja, genau. Wir sind noch nicht mal geflogen. Wir haben ein Jetpack gebaut und sind nicht mal geflogen. Jetzt will ich aber noch mal fliegen hier. So. Wo ist mein Jetpack hin? Ach, da. Muss ich natürlich aufpassen, weil ich habe nämlich die Dingsschuhe an. Die Slime-Boots noch. Ja, am wenigsten kann man jetzt schon mal ein bisschen fliegen. Das ist schon mal gut. Und vom Verbrauch her ist er ganz schön heftig. Alter, Alter. Gut, da muss ich mal schauen. Jo, also wir können jetzt ein bisschen fliegen. Ein Stück zumindest. Ist noch nicht viel, aber ja, besser wie gar nichts. Jo, wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst ein Däumchen da. Ich weiß, es ist Gelecke, das nervt mich auch gerade ein bisschen. Ich weiß auch nicht warum. Ich werde gleich nochmal genauer gucken. Bei den Fluid Cores, also bei den Flüssigkeitskühen, warte ich immer noch drauf, dass ich das Öl kriege. Aber ich krieg nichts. Und irgendwas stimmt mit meinem Pack nicht daher. Keine Ahnung, was das ist. Ja, in diesem Sinne, habt einen schönen Samstagnachmittag noch. Morgen weiß ich noch nicht, ob ich es schaffe, eine Folge aufzunehmen, aber ansonsten sehen wir uns spätestens am Dienstag wieder. Und in diesem Sinne würde ich sagen, habt auf alle Fälle ein schönes Wochenende, genießt eure Freizeit und wir sehen uns. Ciao!